Boah, nein! Hab ich mich gerade erschreckt? Ach du Scheiße. Holy shit. Hallo meine lieben Freunde und seid herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Billy Games. Wir spielen die timolianischen Spiele. Habe ich ewig nicht mehr gespielt. Hab gerade eben mal eine Runde zum Test gespielt. Das war nicht ganz so erfreulich. Ich habe zwar den ein oder anderen Kill gemacht, allerdings hat es dann geleckt und ich war irgendwie instant tot. Das war nicht ganz so cool, aber gut. So, da ist ein Beacon. Da rennt der wahrscheinlich hin. Wir rennen hier hinten hin. Und ich erkläre es gerade einfach nochmal kurz für die Leute. Weil es sind gerade richtig viele Beacons direkt in der Nähe. Und für die Leute, die es nicht kennen, erkläre ich es mal kurz. Und zwar geht es darum, man muss halt diese Beacons suchen bzw. finden. Und da droppen dann Items raus, genauso wie hier jetzt. Oh, direkt ein Goldapfel, das ist gut. Oh, da hinten rennt einer hin. Okay, dann rennen wir nach da. Und wie gesagt, da kommen halt Items raus und es gibt ja so eine 30 Sekunden Schutzzeit. Und dann wird sich halt gegenseitig gekillt. Und der als letztes noch lebt, der hat dann gewonnen. Und so, gut. Wir suchen jetzt weiter. Oh, ein Schaden. Eins oder zwei? Ne, direkt Schaden 1. Schade. Wäre das jetzt so ein ziemlich guter, sag ich mal, gewesen. So, zack. Zack. Da vorne ist einer. Jetzt einfach mal den Schutz wegen. So, da vorne unten ist einer. Dem sein Skin hat irgendwie rumgebackt, aus weiß ich nicht welchen Gründen. Aber wir haben einen Kill, das läuft. Ich hatte jetzt zwar nicht das dabei, was wir hätten brauchen können, aber gut. So, wir farmen jetzt erstmal ein kleines bisschen was an Items. Habe ich gerade nicht ein Gear gesehen? Ja, hab ich. Perfekt. Oh. Habt ihr das Geräusch gehört? Das heißt nichts Gutes. Das heißt, irgendjemand anderes ist in unsere Welt gekommen und will uns töten. Das werde ich euch nachher gleich auch mal zeigen. Das heißt, wir müssen jetzt möglichst auf eine... Da vorne kommt er. Okay, da vorne ist er. Wir snacken uns ein Gold ab und gehen drauf. Na komm. Renn doch nicht weg. Erst teleportiert er sich zu uns und will uns töten und dann rennt er weg. Ja. So kenne ich euch. Da vorne ist jetzt noch einer, das erschwert die Sache. Wir verfolgen aber den hier, weil der dürfte ziemlich low sein. Ja, perfekt. So, wo ist der hier vorne hin? Den holen wir jetzt auch noch. Hier liegt Eisen, okay. Wo ist der hin? Der war doch gerade vor... Hä? Leute, bin ich verpeilt? Egal. Egal, gerade eben war da noch ein Hagen. So, hier kommt ein bisschen Zeug raus. Einer was? Nee, war nichts mehr. Na gut, wir porten uns zum nächsten Gegner, damit ihr auch mal seht, wie das funktioniert. Und dafür müssen wir erstmal einen Beacon suchen. Ich glaube, der da ist am nächsten dran hier vorne in der Wüste. Und außerdem kommt man da am leichtesten hin, weil in der Wüste ist das einfach ziemlich chillig. So. Wir stellen uns auf den Beacon, werden jetzt gleich geportet. Na komm. Oh, da Anna Diaz. Das wäre jetzt natürlich schade. So, wir müssen noch da. So, da vorne ist auch schon der Gegner. Ich sehe ihn. Das war der von gerade eben. Okay. Der hat einen Schnelligkeitstrank. Und der hat seinen Gifttrank an mir leicht verkackt. Aber perfekt. Wir haben jetzt zwei Diaz und ein bisschen anderen Kram noch. Das heißt, wir machen uns ein Dia-Schwert. Wir machen uns Helm. Wir haben noch Schuhe. Und das war's eigentlich schon. Mehr können wir uns gar nicht machen. Aber das macht nichts. Wir haben jetzt schon ein paar Kills gebracht. Wir haben auch schon ein Dia-Schwert. Das ist ziemlich stark. So, unsere unsere zwei Herzen gehen jetzt weg. Oder? Hey, da vorne ist doch einer. Egal, wie viele Leute hier sind. Dann stellen wir uns einfach mal hinten an und verfolgen die. Ja, unsere zwei Herzen. Das ist auch schön. Zwei extra Herzen sind jetzt weg. Schade. So, der ist down. Was mich gerade ein wenig gewundert hat, das war, wieso der uns von hinten gesehen hat. Weil der wusste ja irgendwie auf einmal, dass wir hinter dem sind. Und dann hat er nicht mehr geschlagen. Und dann hat er wieder geschlagen. Das war total komisch gerade. Hey, ist der jetzt auch gestorben? Muss ich das... Wow, nein! Hab ich mich gerade erschreckt? Ach du Scheiße.
Holy shit. Holy shit. Man hat's gerade richtig gesehen. Ich war gerade richtig verplant. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh, der portet sich hinter uns her. Alter. Alter, ich bin geschockt. Ich glaube, ich habe mich noch nie so in meine Kraft. Erschreckt wie gerade. Das war richtig komisch. Holy shit. Hab ich mich gerade erschreckt. Oh mein Gott. Erstmal erholen. Das hat man wahrscheinlich an meiner komischen Mausbewegung gesehen, dass ich mich auf einmal übelst erschreckt habe. So, haben wir irgendwas, woraus wir uns was machen können? Nee, haben wir nicht. Wir haben 11 Leder. Toll. Das ist jetzt nicht so der überkrasse Shit. Machen wir uns einfach mal Lederharnisch und eine Lederhose. Sie dann hätten wir keins, dann hätten wir vielleicht uns irgendwie einen Verzauberungstisch machen können, aber wir haben eh keine Level. Von daher ist das noch alles im Rahmen. So, wir porten uns zum nächsten Gegner, wenn ich mich langsam von diesem Schrecken erholt hab. Oh, war das heftig. Oh, da ist noch ein bisschen Eisen. Ah, unten in der Pyramide ist einer drin. Okay. Ob der runtergesprungen? Wir werden mal gucken. Ach, hier oben kommt man gar nicht. Wow. Ah, okay. Das ist auf jeden Fall so einer, der uns abschießen will. Jetzt baut er sich hoch. Das heißt, wir gehen mal gerade aus der Pyramide raus. So. Ich weiß nicht, wie gut er der unten, wenn da unten jetzt ein paar Dias drin wäre, was ja durchaus in der Pyramide sein kann. Okay. So. Okay, da ist er. Und jetzt kommt auch noch jemand in unsere Welt. Ah, Mann, wir haben ja. Full Iron Equip, Alter. Ja, okay. Gut, das. So viel dazu. Ja, Alter, der ist ja fast Full Iron. Und wir mit unserem läppischen Lederkram. Ich kann mir vorstellen, dass der nicht mehr viel Leben hatte. Kann man das hier sehen? Warte, wer hat uns gekillt? Wie heißt der? Master Player. Der hat jetzt noch 6 HP. Sprich 3 Herzen. Und vielleicht hat er noch ein bisschen gereckt. Also hatte er vielleicht bei 3 Herzen, hatte er vielleicht noch 2 Herzen oder so. Könnte man jetzt spekulieren. Aber Schaden. Hätte auf jeden Fall cool werden können. Ich glaube, ich hänge noch irgendein anderes cooles Minigame hier hinten dran. Und ja, wir sehen uns dann gleich. Bis dann. Ja, Leute, da sind wir wieder. Wir spielen Quick SG auf dem Gombe-Server jetzt. Und, boah, was für ein erster Kisten-Loot. Und ein Schwert. Und wir gehen direkt auf Angriff, wenn ihr... So, zack. Alter, ist krass auf jeden Fall. Ja, komm her. Und den ersten haben wir. Zack. Double Kill direkt am Anfang hier. So, da ist direkt einer. Zack, weg mit dir. Hose anziehen. Nehmen wir mit. So. Was ist das denn hier für eine? Ich glaube, darunter könnte man, aber da gehen wir mal nicht runter. Oh, da ist einer. Oh, fast in der Lücke gefallen. Komm her. Lol, wo bin ich? Der hat kein Schwert. Oh, das tut mir leid, das tut mir leid. Aber ich muss dich leider töten. So, zack. Essen wir schnell was. Und da vorne kommt direkt der nächste. Hi, ja, ja. Das geht hier heute aber rund. Oh, der hat einen Bogen. Da tänzeln wir mal hier ein bisschen durch die Gegend. Das ist jetzt so ein Angelkämpfer hier. So ein Angelkämpfer-Boy. Da essen wir mal ein bisschen TNT. So, ist er down. Boah. Boah, da kommt direkt der nächste. Was ist denn heute los hier? Hilfe. Wer hinter uns? Wir müssen schnell was essen. Bleib unten. Mein Beitrag zum Angeln. Ja, kämpft ihr erstmal kurz. Macht das mal unter euch klar. So, da haben wir den. Komm,
komm, komm, komm. Jawoll, Alter, was eine Runde. Wir rasieren hier an einem Stück ohne Mist. Ich hab gewonnen. GG, ich hab gewonnen. Was? Alter, krasseste Runde in meinem Leben. Ich hab gerade vor ungefähr einer Minute noch Timoleonischen Spiele gespielt. Ich hab mir so gedacht, als ich mit der Runde Timoleonischen Spiele fertig war, hab ich mir so gedacht, boah, hast du irgendwie wieder Lust auf QuickSG? Da habe ich jetzt die erste Runde QuickSG heute gespielt und es ist irgendwie richtig früh morgens und ich bin auch halb verschlafen und ich hab eine Runde Timoleonischen Spiele gespielt, da hab ich verkackt. So, dann zum Aufwärmen. Okay, dann habe ich jetzt eine Runde, also davor die Runde Timoleonischen Spiele aufgenommen. Die war, ja, hat schon meiner Meinung nach gepasst. Und jetzt einfach diese ultimativ krasse Quick-SG-Runde. Direkt im Anschluss. Boah, ich bin geflasht. Ultimativ. Oh Mann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da und teilt es auf alle möglichen, wenn ihr diese ultimativ hart krasse Quick-SG-Runde feiert, so wie ich. Ja, wie gesagt, dann teilt das doch. Und wenn ihr euch aufs nächste Video freut, oh, war das gerade krass. Ich komm noch nicht gerade ganz so darauf klar. Ja, gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Mögliche steht in der Beschreibung. Und ja, bis dann.